Willkommen zum Webinar Papierlose Buchhaltung für Unternehmen. Ich bin Dirk Natschke. Einige Informationen sehen Sie auf der ersten Seite und ich werde Sie die nächsten Minuten durch die Präsentation begleiten. Erstes Thema: Zeitfresser finden. Ein unterhaltsamer Ausflug in die Vergangenheit. Buchhaltung machen wir seit 20 Jahren so. Warum also etwas ändern? Zweites Thema: mit unserer Zusatzsoftware Prozesse optimieren. Ein Kostenvergleich Buchhaltung mit und ohne Papier. Hier erfahren Sie, welche Kosten auf Sie zukommen, wenn Sie mit Papier weiterhin arbeiten. Vorteile einer papierlosen Buchhaltung. Ihr möglicher neuer papierloser Arbeitsablauf. Wie sieht es aus, wenn Sie schon ab morgen auf eine papierlose Buchhaltung umsteigen würden? Vorteile auf den zweiten Blick. Den Firmenwert bei einem Verkauf der eigenen Firma steigern durch die papierlose Buchhaltung. Was ist zu beachten bei einer Steuerprüfung? Und die Preisliste für unsere FIBU-Software in 3 Versionen, die Sie dann übersichtlich erfahren. Beginnen wir mit einem unterhaltsamen Ausflug in die Vergangenheit? Fragezeichen. Lieber eine Stunde über einen Arbeitsprozess nachdenken, um diesen zu optimieren, als ihn immer wieder ausführen. Ein Beispiel. Warum druckt man Ausgangsrechnungen seit mehr als 20 Jahren aus? Um sie in einen Brief zu stecken und per Post an den Empfänger zu senden. Dieser öffnet den Brief, bezahlt die Rechnung und dann wird die Rechnung gescannt. Bei einigen Firmen wird sie gescannt, bei anderen noch in Papierform an den Steuerberater übergeben und dann später archiviert. Eine zweite Rechnung sortiert man in den eigenen Buchhaltungsordner, der dann wieder regelmäßig dem Steuerberater zugeführt wird und nach der Bearbeitung zurückgeholt wird zur Archivierung für mindestens 10 Jahre. Stellen wir uns einmal vor, es wäre anders. Was passiert, wenn man Rechnungen nicht mehr ausdruckt, sondern als PDF verschickt und sie in eine papierlose Buchhaltung übergibt, wo Ihr Steuerberater online Zugriff darauf hat? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil da einiges mehr dahinter steckt, aber als Vorgeschmack auf die nächsten Minuten sei an der Stelle erwähnt, es gibt seit Ende 2015 eine GOBD-Richtlinie, die vorschreibt, wie die Buchhaltung in digitaler Form durchgeführt werden soll. Das heißt, im einfachsten Fall, wenn Sie eine E-Mail bekommen und eine Rechnung hängt hinten dran, also eine digitale Rechnung, dann reicht es nicht mehr, wenn Sie diese Rechnung ausdrucken. Sie müssen die Rechnung so archivieren, wie Sie sie erhalten haben. Das heißt, Sie brauchen eigentlich jetzt schon ein System, was Ihre Rechnungen vernünftig archiviert und bei einer Steuerprüfung in dieser Form wiedergibt. Buchhaltung machen wir seit 20 Jahren so. Fassen wir einmal die Arbeitsschritte zusammen, die Sie oder Ihre Mitarbeiter in der Buchhaltung jeden Tag ausführen. Eingangsrechnungen werden geöffnet, es wird oftmals ein Stempel darauf gedrückt, die Rechnung wird kontrolliert, von einer weiteren Person freigegeben und dann überwiesen. Ausgangsrechnungen werden gedruckt und zur Post gebracht. Dazu gehört aber auch noch die Versorgung von Verbrauchsmaterialien und die Wartung von Technik. Sie benötigen einen Drucker, Sie brauchen einen Druckertoner, Sie müssen den Drucker auch am Laufen halten, Sie brauchen Briefpapier, Sie müssen Briefmarken besorgen und so weiter. Dann müssen Sie Zahlungseingänge kontrollieren und gegebenenfalls mahnen. Belege werden dann nach der Bezahlung hinter die Kontoauszüge geheftet und in diesem Zusammenhang fehlen oftmals Belege, die Sie dann vermutlich bei Ihren Außendienstlern oder im eigenen Portemonnaie vielleicht sogar schlecht lesbar wiederfinden, weil Tankbelege und Bewirtungsbelege dann im Portemonnaie sich schon abgenutzt haben. Dann wird der Ordner dem Steuerberater übergeben und der wird wiederum jede Rechnung einmal anschauen und die Belege größtenteils manuell noch einmal abtippen und bearbeiten. Es reicht aber nicht, es kommen weitere Zeitfresser hinzu. Belege werden oftmals von Ihnen nochmals benötigt bei Reparaturen, bei Garantiereparaturen, um eventuelle Kosten zu kontrollieren. Denken wir an Strom- oder Gasrechnungen oder um vielleicht Preisverhandlungen zu führen bei Ihren Großhändlern. Dann werden oftmals Rechnungen benötigt aus der Vergangenheit, die mit viel Aufwand aus den Ordnern herausgesucht werden müssen.
Wichtig sind auch Auswertungen für Ihr Unternehmen. Das heißt, wenn Sie Investitionen planen, wenn Sie das Jahr abschließen oder das neue Jahr planen, dann sollten einigermaßen vollständige Auswertungen vorliegen und nicht erst ein Vierteljahr später nach dem Abschluss. Steuerprüfung, eine sehr schöne Geschichte. Auch da wird es oftmals so sein, dass Sie viel Zeit dafür investieren müssen, um Unterlagen herauszusuchen, um Sachen vorzubereiten und sich mit dem Steuerprüfer abzugeben und ihn zufriedenzustellen. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Alle diese Sachen, die wir gerade besprochen haben, sind in Ihrer Firma eingespielt. Das heißt, die werden nicht geändert, wenn es keine Notwendigkeit gibt. Die Mitarbeiter sind darauf ausgerichtet, diese Arbeiten auszuführen. Eine Optimierung muss also vom Chef ausgehen. Der Chef muss sagen, ab morgen wird anders gearbeitet, sonst wird sich nichts ändern und Sie werden auch dann die Kosten nicht in den Griff kriegen oder nicht verbessern können. Schauen wir uns einmal einen Kostenvergleich einer Buchhaltung an, mit und ohne Papier. Wir haben ja eine Firma zugrunde gelegt, die 150 Belege im Monat verarbeitet. Das heißt also Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und Kassenbelege. Und die Kosten werden betrachtet auf 10 Jahre Aufbewahrungspflicht. Ich möchte jetzt nicht näher auf die einzelnen Zeilen eingehen, auf die einzelnen hier genannten Zahlen und wir betrachten uns nur am Ende das Ergebnis. Wenn man weiterhin bei dieser kleineren Firma mit Papier arbeitet, hat man monatlich 211 Euro mehr Kosten, als wenn man ohne Papier arbeitet. Diese Zahl ist eigentlich unvorstellbar, kann man aber auf der unten genannten Seite www.papierlose-buchhaltung.de selbst einmal nachrechnen. Sie können da Ihre eigenen Daten des Unternehmens eingeben und erfahren dann, wie die Kosten sich in Ihrem Unternehmen dann verändern würden. Kommen wir zu den Vorteilen der papierlosen Buchhaltung. Papierbelege werden nicht mehr benötigt. Das heißt, Sie können nach dem Erfassungsvorgang die Papierbelege entsorgen. Ob Sie das tun und wie Sie das tun, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Das System ist mehr platzfähig durch Mitarbeiter-Logins und alles, was darin geändert wird, wird protokolliert. Das System können Sie von jedem Platz der Welt aus bedienen, selbst wenn Sie im Urlaub sind, wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie mehrere Büros haben, die Zugriff auf Ihre Buchhaltung benötigen. Das ist ohne Probleme machbar, denn durch die Internetanbindung kann jeder Mitarbeiter auf die Bereiche zugreifen, für die er freigegeben wird. Das System lernt selbst Ihre Buchungskonten und merkt sich diese und schlägt bei ähnlichen Rechnungen diese Konten wieder vor. Falls Sie eine offene Postenbuchhaltung haben, das heißt also, wenn Sie mit Debitoren und Kreditoren arbeiten, dann werden auch diese automatisch erkannt und vorgeschlagen. Sie haben eine offene Postenliste und erkennen sofort, welche Rechnungen noch bei welchem Unternehmen offen sind und die automatische Zahlungseingangskontrolle zeigt Ihnen an, wenn neue Rechnungsbeträge eingehen. Es gibt eine Volltextsuche über alle Belege, eine sehr angenehme Funktion, weil Sie können in ein Suchfeld ein oder mehrere Suchbegriffe eingeben und Sie erhalten in wenigen Sekunden alle Rechnungen, wo diese Begriffe vorkommen. Nie wieder Probleme mit Datensicherung. Wie machen Sie jetzt Ihre Datensicherung? Was passiert, wenn Ihr Bürogebäude, Ihr Archiv eventuell durch ein Feuer zerstört wird? Was passiert mit Ihrer Buchhaltung? In diesem Fall gibt es das Problem nicht, weil die Daten in verschiedenen Rechenzentren verschlüsselt gesichert sind und Sie damit die bestmögliche Datensicherung haben, die Sie sich leisten oder vorstellen können. Bei einem Umzug brauchen Sie keinen Platz oder weniger Platz mehr für Ihr Archiv, weil Sie ziehen einfach virtuell um. Eine Installation eines Webbrowsers Ihres neuen PCs reicht aus, um Zugriff auf sämtliche Buchhaltungsdaten zu haben. Das Thema Zugpferdrechnungen sagt wahrscheinlich nicht jedem etwas. Das ist ein neuer Rechnungsstandard, der 2014 entwickelt wurde und durchaus interessant ist, weil zur normalen PDF-Rechnung, die jeder ja aus seinem Rechnungsprogramm erstellen kann, wird zusätzlich noch eine XML-Datei in diese PDF-Datei eingebaut und so werden die relevanten Buchhaltungsdaten nochmal im auswertbaren IT-Bereich mit übermittelt.
Dann letztes Thema: Export aller Daten in die Buchhaltungssoftware Ihres Steuerberaters. Das heißt, die Daten, die Sie schon mal bei sich erfasst haben und kontrolliert haben, kann der Steuerberater einfach so bei sich importieren und damit natürlich auch wiederum Zeit und Geld sparen. Ja, mit FiboLive sparen Sie mindestens 40% Ihrer bisherigen Zeit und Kosten. Es liegt an Ihnen, ob Sie es nutzen möchten. Schauen wir uns Ihren neuen Arbeitsablauf einmal beispielhaft an. Natürlich muss der auf Ihre Firma entsprechend eventuell angepasst werden. Eine Ausgangsrechnung. Sie drucken eine Ausgangsrechnung nur noch ins PDF-Format. Sie importieren diese PDF-Rechnung mit einem Klick in die FiboLive-Software. Für den Fall, Sie möchten diese Rechnung per Post an Ihren Empfänger senden, dann können Sie einen weiteren Klick ausführen und der Brief wird beim Briefversender Online-Brief24 ausgedruckt, kuvertiert, frankiert und verschickt. Und das Schöne daran ist, das ist billiger, als wenn man selbst den Brief ausdruckt und zur Post bringt. Alternativ bietet sich es an, die Rechnungen in Zukunft auch per E-Mail einfach an den Empfänger zu senden, weil das laut der neuen Richtlinie ausdrücklich erwünscht ist. Für den Fall, es gibt einen Zahlungseingang, dann meldet FiboLive den Zahlungseingang und speichert die Ausgangsrechnung zur jeweiligen Bankbuchung. Eingangsrechnungen werden gegebenenfalls gescannt oder direkt mit einem Klick in FiboLive importiert. Das heißt, wenn Ihr E-Mail-Programm einen Anhang hat mit PDF-Datei, mit einer PDF-Rechnung, reicht ein Klick, um sie in FiboLive zu importieren. Sie bezahlen die Rechnung, das dauert im Durchschnitt nur noch 33 Sekunden. Das heißt, die Rechnungsdaten werden vom FiboLive-System automatisch erkannt. Ein Abtippen der IBAN ist nicht mehr notwendig. Sämtliche Empfängerdaten stehen zur Verfügung, Verwendungszweck, Kundennummer, Rechnungsnummer und so weiter. Die Überweisung ist in wenigen Sekunden ausgeführt. Und wenn die Überweisung ausgeführt ist, dann wird der Beleg der Bankbuchung zugeordnet und gespeichert. Der Steuerberater kann dann, wie gesagt, die gesamten Buchhaltungsrohdaten in sein System importieren und so braucht er nicht noch einmal die Belege manuell anfassen, sondern er kann die komplett weiterverarbeiten ohne irgendwelche manuellen Zwischenschritte. Den Firmenwert beim Verkauf steigern. Irgendwann kommt der Zeitpunkt und dann sollte man vorbereitet sein, denn es vereinfacht vieles. Besonders dann, wenn man nur noch wenige Jahre seine Firma führen möchte, ist es jetzt sinnvoll, auf eine papierlose Buchhaltung umzusteigen. Denn beim Verkauf übergeben Sie dem Käufer eine bestmöglich aufgearbeitete Buchhaltung. Es sind keine Ordner mehr notwendig. Er hat Einblick sofort in alle Buchhaltungsunterlagen. Er kann sogar eine externe Buchhaltungskraft beschäftigen, weil es möglich ist, mit dem System von überall aus zu arbeiten. Und was dem Käufer wahrscheinlich besonders gefallen wird, er hat Zugriff auf alle alten Rechnungen und Vorgänge, weil man kann diese ganz einfach im System suchen und auf den Bildschirm bringen. Überlegen Sie selbst, ob Sie dadurch den Verkauf vereinfachen, ob Sie eventuell sogar eine höhere Kaufsumme erreichen können und ob der Käufer sich bei der Übernahme wohler fühlt und es ihn auch vereinfacht. Was ist bei einer Steuerprüfung zu beachten? Früher oder später trifft es wahrscheinlich jeden, den einen regelmäßig, den anderen in größeren Abständen. Und dann heißt es, diese Zeit ist sehr uneffektiv für den Unternehmer, wenn der Steuerprüfer im Haus ist. Er muss sehr viel Zeit investieren in Vorbereitung von Unterlagen, muss Kaufverträge heraussuchen, Mietverträge und so weiter. Zusätzlich kommt während der Prüfung immer wieder die Frage nach der Sichtung älterer Belege. Diese müssen aus alten Ordnern herausgesucht werden und dem Steuerprüfer vorgelegt werden. Damit verbunden ist eine nervliche Belastung, die über den normalen Stress hinausgeht. Und man ist froh, wenn man die Tage überstanden hat. Wir können das aus eigener Erfahrung sagen. Damit kommen wir auch zum Thema, was heißt denn das mit dem Einsatz einer papierlosen Buchhaltung? Wir haben seit 2002 in unserem eigenen Unternehmen die papierlose Buchhaltung, allerdings in einer vorher etwas einfacheren Form oder etwas
damals zeitgemäßen Variante, wo noch nicht alle Funktionen so schön waren wie heute. Die Betriebsprüfung hatte sich im letzten Jahr für 3 Wochen angemeldet und war nach 1,5 Wochen fertig. Für uns hat das viele Vorteile gehabt, denn der Steuerprüfer hat einen eingeschränkten Zugang zur FIBU Live erhalten. Er konnte genau die Sachen sehen, die wir ihnen freigegeben haben. Er war, wie gesagt, in der Hälfte der Zeit fertig und der Prüfer selbst war sehr, sehr glücklich darüber, weil er sehr schnell und effektiv arbeiten konnte. Die Suche nach alten Belegen dauert nur wenige Sekunden. Wir haben nicht mal einen Originalbeleg vorlegen müssen, obwohl ja in der vergangenen Zeit das normalerweise ja als Original archiviert werden musste. Unsere nervliche Belastung war, ja, ich will nicht sagen weg, aber sie war auf alle Fälle sehr klein und durchaus akzeptabel. Und das große Thema ist ab 2016, Sie müssen ja dann die digitalen Rechnungen, die Sie erhalten, auch in dem Format vorlegen, wie Sie sie erhalten haben. Das heißt, Sie müssen sowieso eine digitale Archivierung einrichten in Ihrem System. Und das heißt, unsere FIBU Live hat das ja alles schon inklusive. Fassen wir einmal zusammen. Was ändert sich für Sie? Belege werden in dem Moment erfasst, wo sie entstehen. Der Satz ist sehr wichtig. Belege werden in dem Moment erfasst, wo sie entstehen. Das heißt, Sie öffnen Rechnungen oder Briefe mit Rechnungen, scannen diese ein und importieren sie mit einem Klick in FIBU Live. Oder wenn diese per E-Mail zugestellt werden oder Sie aus irgendwelchen Portalen diese Rechnungen herunterladen, dann können Sie die mit einem Klick in FIBU Live importieren. Mehr ist nicht mehr zu tun an dieser Stelle. Welche Vorteile ergeben sich daraus? Das ist je nach Version unterschiedlich, weil Sie haben ja, ich kann jetzt nicht wissen, ob Sie eine Einnahmenüberschussrechnung haben, eine Bilanz oder Sie noch andere Ansprüche umsetzen möchten. Und deswegen nur allgemein gehalten. Die Belege, die importiert werden, werden im Hintergrund Text erkannt. Das heißt, alle relevanten Rechnungsdaten werden extrahiert und müssen von Ihnen lediglich noch einmal kontrolliert und bestätigt werden. Überweisungen werden mit einem weiteren Klick ausgeführt. Das komplizierte Abtippen und Erfassen von IBAN, Skonto, Verwendungszweck, Kundennummer, Rechnungsnummer entfällt komplett. Bankumsätze werden von allen Ihren Konten direkt in FIBU Live importiert. Egal welche Banken, egal wie viele Konten es sind, Sie können mit einem Klick alles importieren. Und die Belege werden dann auch den Bankumsätzen zugeordnet. Das heißt, das System sucht selbstständig die Belege heraus und ordnet die den Bankumsätzen zu. Eine offene Postenliste wird automatisch erstellt und gepflegt. Durch das regelmäßige Abholen der Kontoumsätze werden die eingehenden Zahlungen erkannt und auch gemeldet. Der Steuerberater kann schneller arbeiten. Ihre Buchungen können direkt in das System des Steuerberaters importiert werden. Die Vorbereitung der Ordner und der Transport von Ihrer Firma in den Steuerberater, ins Steuerberaterbüro entfällt somit. Und eine schöne Nebensache, Archivierung und Datensicherung. Dieses Thema, was immer wichtiger wird, ist damit einfach, ja, zur Nebensache geworden, weil es mit dieser FIBU Live ein Nebenprodukt ist, eine schöne Sache, die nebenbei entsteht. Und Sie können als Zusatzschmankerl Ihre kompletten Buchhaltungsdaten auch noch einmal aus dem System herunterladen auf Ihren PC und für den Notfall dort auch weiterverarbeiten. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was kostet diese Software für Sie? Denn wenn man so viel Geld damit sparen kann, muss die Software unendlich teuer sein. Wir hatten ja in dem vorherigen Preisbeispiel die Kosten der Software schon mit eingerechnet. Ich hatte es nicht ausdrücklich gesagt, aber die Kosten waren da schon drin. Nehmen wir das normale Unternehmen, ein kleines Unternehmen an, mit 100 Buchungen im Monat, dann wären wir lediglich bei 15 Euro im Monat oder wenn man jährlich zahlt, bei 150 Euro jährlich. Sie bekommen also 2 Monatsbeiträge geschenkt. Die Einrichtungsgebühr ist
150 €. Wir richten per Fernwartung das System bei Ihnen ein, erklären Ihnen etwa eine halbe Stunde die Funktionsweise der Bedienung und dann ist die Sache soweit alles eingerichtet. Wenn man mehr Belege hat, sieht man hier die anderen Kosten und jeder kann sich dann hier entsprechend informieren. Diese Liste bekommen Sie auch per E-Mail noch einmal zugeschickt und an dieser Stelle soll auch noch erwähnt werden, dass das Banking-Programm ein Zusatzmodul ist, was man extra erwerben kann für einmalig 39 € und das wird also lokal bei Ihnen auf dem PC installiert und kann auch nur von da aus ausgeführt werden. Das war uns sehr wichtig, dass es eine externe Software ist, weil es einfach hier um eine gewisse Sicherheit geht, die nur lokal auf Ihrem PC auch ausgeführt werden sollte. Ein Hinweis noch, wer die Buchhaltung im eigenen Unternehmen machen möchte, das heißt, wer einen eigenen Buchhalter beschäftigt und noch weiterführende Arbeiten in der Buchhaltung ausführen möchte, den würden wir unsere Vollversion FiboLive empfehlen. Die kostet ab 30 € und damit geht noch einige Sachen mehr. Damit kann man im Grunde genommen die komplette Buchhaltung im eigenen Unternehmen papierlos durchführen. Die zwei erklärten Versionen FiboLite, die wir oben preislich benannt haben, sind für die Belegerfassung zuständig und sind so einfach aufgebaut, dass jeder damit auch klarkommen kann. Liebe Unternehmer, jetzt wird es ernst. Etwas verändern, etwas tun oder alles so belassen, wie es ist. Wir bieten Ihnen das papierlose Paket für Ihr Unternehmen. Wie geht es nun weiter? In Ihrem Postfach finden Sie eine E-Mail mit einem Fahrplan mit den nächsten Schritten und eine FAQ-Liste, also eine Liste von häufig gestellten Fragen und deren Antworten. Weiterhin bekommen Sie eine Übersicht, welche Funktionen in den verschiedenen FiboLive-Versionen enthalten sind und können dann entscheiden, was für Sie die richtige Version ist. Ebenfalls im E-Mail ist ein personalisierter Link zur Anmeldung. Wenn Sie diesen Link benutzen, erhalten Sie unser Paket für nur 50 € Einrichtungsgebühr statt 150. Sie sparen also 100 €. Allerdings gibt es einen Haken. Dieser Link ist nur 3 Tage gültig. Für spätere Anmeldungen gelten die normalen Preise. So, lieber Chef, nun müssen Sie entscheiden, ab wann Ihr Unternehmen papierlos arbeiten möchte. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, ich konnte Sie von unseren Softwarelösungen begeistern. Und ich freue mich auf Ihre Anmeldung und dann bis zum nächsten Mal. Ihr Dirk Natschke.